Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Heute möchte ich mal das Thema Medical Training ansprechen. Der ein oder andere kennt es vielleicht schon oder hat schon mal was davon gehört. Für die anderen erkläre ich es kurz. Beim Medical Training geht es darum, dass Tiere diverse Untersuchungen oder zum Beispiel auch Blut abnehmen, stressfrei mit sich machen lassen, ohne dass man sie in Narkose legen muss. Und bei Zootieren wird das sehr, sehr gerne gemacht. Denen wird trainiert zum Beispiel, dass die mit der Nase an ein Target gehen und bleiben die stehen und lassen dann diverse Untersuchungen machen, auch Blutabnahmen, Pfoten kontrollieren, Krallen schneiden und solche Dinge. Und genau das gibt es eben auch bei Hunden. Und ich finde es ganz, ganz wichtig, dass man seinem Hund von klein auf beibringt, dass manche Dinge einfach normal sind, dass man da keine Angst haben muss, dass sie das einfach stressfrei sozusagen mit sich machen lassen. Und da seid ihr als Hundehalter bzw. jeder Hundehalter gefragt, bringt es eurem Hund wirklich bei. Und wenn ihr das bisher noch nicht gemacht habt, dann könnt ihr jetzt auch damit schon anfangen. Also ich weiß, es kommen jetzt wahrscheinlich ein paar Leute, die sagen, ja, ich habe einen Hund aus dem Tierschutz, der total panisch immer reagiert und sich auch von mir nicht überall anfassen lässt. Natürlich gibt es diese Ausnahmen, die vermutlich nie so weit kommen werden, dass sie alles problemlos tolerieren. Aber es gibt einfach so viele Hundehalter, die das gar nie ausprobiert haben. Und deswegen, falls ihr dazugehört, probiert es doch einfach mal. Guckt mal, wie reagiert euer Hund, wenn er die Ohren kontrolliert oder auch die Krallen zum Beispiel. Jede einzelne Zehe anschauen. Das ist wirklich furchtbar wichtig, denn auch der Tierarzt, der macht dann einfach im Notfall einfach einen Maulkorb drauf und zwingt sozusagen den Hund dazu, weil er kann es ja nicht anders machen. Er hat nicht die Zeit, dass er jetzt dem Hund erstmal beibringen kann, Pfoti geben und dann schaue ich mir das an, ob jetzt die Kralle hier in Ordnung ist oder ob ich es ziehen muss, sondern er muss den Hund einfach behandeln. Und bei der Physiotherapie ist es einfach auch ähnlich. Also wenn ihr vielleicht selber schon mal beim Physiotherapeuten wart, kennt ihr das. Der Physiotherapeut nimmt zum Beispiel euer Bein und bewegt es in diverse Richtungen. Und solche Sachen gibt es eben einfach beim Hund auch. Und wenn ich jetzt einen Hund habe, der es absolut gar nicht toleriert, sich die ganze Zeit wehrt, egal wie viel Zeit ich mir nehme und wie viel Leckerli ich nehme, dann werde ich nie zu einem zufriedenstellenden Behandlungsergebnis kommen, wenn das bei diesem Hund notwendig ist. Deswegen ganz, ganz wichtig, bitte von klein auf bringt euren Hunden bei, dass sie sich wirklich anfassen lassen. Der erste Schritt eben schon mal von euch, weil ich weiß, es gibt einfach auch viele Hunde, die lassen sich von ihrem Hundehalter schon nicht überall anfassen. Und es ist auch so ein bisschen dieser Trugschluss, dass alle denken, dass das jeder Hund von Anfang an alles toleriert und witzig machen lässt. Es gibt einfach Hunde, die finden Sachen komisch und wollen das erstmal nicht. Da müsst ihr das wirklich mit viel Geduld eurem Hund beibringen, dass sie es eben ja stressfrei doch machen lassen. Und ich zeige euch jetzt gleich mal ein paar Sachen, die ich persönlich wichtig finde, dass man das mit seinem Hund. Ich zeige euch hier jetzt mal, wie das aussieht, wenn man seinen Hund mit der Nase an die Hand kleben lässt sozusagen. Dann steht der Hund also da und man kann ihn dann anfassen bzw. einfach auch untersuchen. Und was ich ganz wichtig finde, was man machen sollte, zum Beispiel die Augen kontrollieren. Also wirklich mal auch die Augen aufmachen, reingucken, dann natürlich in die Ohren schauen. Ganz genau, also macht grundsätzlich sowieso ja als Hundehalter Sinn, dass man das regelmäßig kontrolliert. Kleiner Tipp, nicht so wie jetzt, wie ich das gerade vorgemacht habe, an der Ohrspitze nehmen, wenn ihr einen Hund habt mit großen Schlappohren, sondern wirklich in der Nähe vom Kopf greifen und dann das Ohr umdrehen. Das ist nicht ganz so unangenehm für den Hund. Dann natürlich auch in die Nase schauen, die Zähne kontrollieren, also wirklich auch bis hinten hin, auch mal das Maul öffnen. Und gucken, ob da alles in Ordnung ist. Wenn ihr das übt, belohnt euren Hund natürlich auch regelmäßig. Er soll das Ganze ja positiv verknüpfen. So, und jetzt kommen wir zu den Pfoten. Also auch die Pfoten schaut ihr euch ganz genau an. Vor allen Dingen auch von unten. Die Ballen, wie sehen die aus? Sind die rissig? Sind die in Ordnung? Dann auch zwischen die einzelnen Zehen die Zwischenräume kontrollieren, wie das so aussieht. Macht es also grundsätzlich auch regelmäßig. Wie gesagt, immer wieder zwischendurch belohnen. Dann tastet euren Hund einfach mal ab. Also ein bisschen mit mehr Druck einfach.
komplett wirklich auf der Muskulatur ein bisschen herumwackeln. So, Lili lässt es sehr gut über sich ergehen. Macht es ruhig mit eurem Hund, dass er es einfach gewohnt ist, dass solche Sachen normal sind. Und wie gesagt, immer wieder brav belohnen nebenher. Dann zum Beispiel auch mal die Rute nehmen und ein bisschen nach oben bewegen, so als ob man etwas kontrollieren möchte. Hinten natürlich auch die Pfoten genau anschauen, so wie vorne eben. Dann auch einfach mal anfassen am Bauch, an der Innenseite der Oberschenkel, dass euer Hund es einfach gewohnt ist. Es gibt natürlich noch viel mehr, was man machen kann, aber ich finde, das ist schon mal eine ganz gute Grundlage. Also für alle, deren Hund das nicht so gerne mitmacht, kann ich es wirklich nur ans Herz legen, das fleißig zu üben. Ihr erspart eurem Hund wirklich sehr, sehr viel Stress beim Tierarztbesuch oder auch beim Physiotherapeuten. Und immer schön belohnen!